Wow, das Universum ist ganz anders, als wir bisher gedacht haben. Die Untersuchung, um die es in diesem Video geht, ist absolut spektakulär und hat es in sich. Die Konsequenzen sind gigantisch im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sage nur außerirdisches Leben und dunkle Materie. Wie, was, wo? Wie ist die Lage im Kosmos? Jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, ihr habt es gesehen, hier hinten in der Deko hat sich schon was getan. Unter dem letzten Video haben ja viele geschrieben, mach mal was anders. Hier fängt es an. Und wenn ihr selber Ideen für Fotos habt, postet mir die Links unten in die Kommentare. Ja, ein internationales Forschungsteam wollte mal genauer wissen, wie viele Sterne von welcher Größe so in einer Galaxie entstehen. Bei uns in der Milchstraße ist der Prozess ja so ziemlich abgeschlossen. Bei uns entstehen im Jahr Sterne mit einer Gesamtmasse von unserer Sonne. Das ist in kosmischen Maßstäben so ziemlich eigentlich gar nichts. In der Magellanischen Wolke ist das etwas anders. Im dortigen Sternebildungssektor 30 Dorados sind es tausendmal mehr Sonnenmassen, die dort pro Jahr entstehen. Und was da entsteht, ist absolut spektakulär und wirft alles um. Denn es werden dort viel mehr große, massereiche Sterne produziert, als eigentlich bisher angenommen wurde. Große, massereiche Sterne sind nämlich eigentlich selten. Und so war es bisher schwierig zu bestimmen, wie viel Gesamtmasse sie im All haben. In der 180.000 Lichtjahre entfernten Magellanischen Wolke ist das eben anders. In der aktiven Sternenwiege werden Sterne am laufenden Band produziert, und zwar besonders große. Die Forscherinnen und Forscher analysierten jetzt mit dem Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO in Chile die Spektren der Sterne, aus denen sich die Größe ableiten lässt, und sie trauten ihren Augen nicht. Zitat: Wir waren enorm überrascht, als wir feststellten, dass 30 Dorados so viel mehr massereiche Sterne gebildet hat als erwartet. So Erstautor Fabian Schneider von der University of Oxford. Sie sind zwar immer noch seltener als kleinere Sterne, also wie unsere Sonne, aber sie machen einen deutlich größeren Teil am Gesamtgewicht aus, weil sie so viel schwerer sind. Ein Beispiel ist R136A1. Der blaue Überriese wird auf, Achtung, 300 Sonnenmassen geschätzt und leuchtet, nochmal Achtung, 8,7 Millionen Mal heller als die Sonne. Upsi, bis noch vor ein paar Jahren hatte man gedacht, dass bei so 150 Sonnenmassen Schluss ist. Pustekuchen, auch das war ein Irrtum. Jetzt kommt es, und das wirft alles um. Zitat: Unsere Ergebnisse legen nahe, dass der größte Anteil der gesamten Sternmasse nicht in massearmen Sternen steckt, erklärt Mitautor Chris Evans vom Royal Observatory in Edinburgh. Die Ergebnisse sind absolut umwerfend. Sie bedeuten, dass es rund 70% mehr Supernovae gibt als bisher angenommen, denn dazu entwickeln sich diese Sterne unter anderem. Das würde bedeuten, dass dreimal so viele schwere Elemente produziert würden als bisher vermutet. Das sind die Elemente, die zum Leben nötig sind, Sauerstoff zum Beispiel oder Eisen. Zitat: Unsere Ergebnisse haben damit weitreichende Bedeutung für unser gesamtes Verständnis des Kosmos. Das sagt Schneider. Und eines finde ich absolut sensationell: Da viele dieser Riesensterne zu schwarzen Löchern zusammenfallen, vermuten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass, und jetzt bitte hinsetzen, es dreimal so viele schwarze Löcher gibt als bisher gedacht. Bam! Ich weise an dieser Stelle nur auf die Theorie hin, dass die dunkle Materie aus schwarzen Löchern besteht und eben nicht aus einer neuen Art Teilchen. Mal überlegen, wie wäre es, wenn am Ende herauskommt, dass dunkle Materie und dunkle Energie lediglich Hilfskonstruktionen waren, um die Wissenslücken der Kosmologie zu stopfen? Ja, es wäre ja nicht das erste Mal in der Geschichte der Menschheit. Es würde mich nicht wundern, wenn es solche bahnbrechenden, absolut umwerfenden Erkenntnisse auch heute noch gibt. Es wird auf jeden Fall spannend. Dass die dunkle Materie aus schwarzen Löchern besteht, die Theorie habe ich übrigens in diesem Video vorgestellt. Dafür draufklicken, wenn ihr es sehen wollt. Dunkle Materie, Rätsel gelöst, spielen schwarze Löcher eine Rolle. Wenn ihr weiter kein Video zu diesen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.